すみません、英語を話しますか？お、sorry、no English。Dass Japaner kein Englisch oder nur schlecht Englisch sprechen, ist ja eine der etwas gängigeren Stereotypen über das japanische Volk. Allerdings muss ich gestehen, dass dieses Stereotyp zum großen Teil der Wahrheit entspricht. Selbst die junge japanische Bevölkerung hat riesengroße Probleme damit, sich auf Englisch irgendwie verständlich zu machen, aktiv Englisch zu sprechen oder sogar Englisch zu verstehen. Ich erzähle in diesem Zusammenhang immer gerne meine Lieblingsgeschichte. Wenn man mal in Japan ist und sich irgendwo was zu essen kaufen möchte. In meinem Fall bei McDonald's an der Schlange. Ja, ich gehe auch in Japan manchmal bei McDonald's was essen. Also man muss wissen, in Japan ist es so, man stellt sich immer an. Also es ist nicht so wie bei uns in Deutschland, beziehungsweise zumindest bei den Fastfood-Restaurants ist es ja in Deutschland so, dass man sich anstellt. Aber gut, anstellen hat in Japan Kultur. Man steht also in dieser Schlange und hat dann, was weiß ich, 5, 6 japanische Mitmenschen vor sich stehen, die nach der Reihe bedient werden. Und natürlich fällt man jetzt als Mitteleuropäer in Japan doch schon ein bisschen auf. Jetzt ist es so, dass bei jedem Kundenwechsel kurz der Blick der Servicekraft über die verbleibende Schlange huscht. Und dabei treffen sich die Blicke immer wieder. Umso näher ich jetzt dem Service-Counter komme, umso mehr Panik, ich kann es eigentlich nur Panik nennen, kann man in den Augen der Person erkennen, die einen da gleich bedienen wird. Also da liegt so eine Spannung in der Luft. Letzten Endes kommt man dann irgendwann vorne an und bricht das Eis mit einem netten Konnichiwa. Und in diesem Moment fällt das Spannungslevel der Servicekraft komplett runter, als ob ihr ein riesengroßer Stein vom Herzen fällt. Die Gesichtszüge entspannen sich und man kann sein Geschäft tätigen. Aber daran erkennt man ganz deutlich, wie sehr es selbst in diesem Bereich dann doch wirklich mit der englischen Sprache hapert und das eben auch bei jungen Menschen. Jetzt habe ich mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Nun, an allererster Stelle steht für mich das Schulsystem. Man muss wissen, dass die Vermittlung von Wissen in japanischen Schulen anders funktioniert, als das hier in Europa der Fall ist. Japanische Schulen oder japanischer Unterricht ist so ausgerichtet, dass es hauptsächlich um das Thema Wissensvermittlung geht. Das heißt, Schüler sollen Wissen aufnehmen, auswendig lernen und quasi einfach nur abspeichern. Was eher weniger gewollt ist, ist die selbstständige Anwendung dieses Wissens. Während man hier in unserem Land ja doch eher versucht, den Schüler dazu zu animieren, was ja nicht immer klappt, dass er das, was er da gerade eben gelernt hat, auch anwendet. Das heißt Sprachverständnis, Sprachwiedergabe. In Japan beschränkt sich das im Fremdsprachenbereich hauptsächlich darauf, dass Grammatik gepaukt wird und letzten Endes Lesen geübt wird. Wie prägend diese Methodik ist, will ich euch kurz erläutern, wenn ich mal meinen eigenen Japanischlehrer als Referenz nehme. Mein Lehrer kam, als er 19 war, nach Deutschland, arbeitet heute als freier Journalist und gibt Japanischkurse so, wie wenn unser eins nach Japan gehen würde und Deutsch unterrichten würde, einfach aus dem Bauch heraus. Jetzt ist es so, dass wir lange, lange Jahre hauptsächlich so verfahren sind, dass wir Vokabeln gelernt haben, Texte gelesen haben, diese vorgelesen haben. Und ihr könnt euch denken, dass darüber kein wirkliches Anwendungswissen erfolgt. Das heißt, ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich zwar fast alles verstanden habe, aber ich hätte es selbst nie sagen können. So geht es japanischen Schülern auch. Die pauken Grammatik, Vokabeln, müssen vorlesen, aber wirklich anwenden tun sie es nie. Man könnte es jetzt so zusammenfassen und sagen, dass im japanischen Schulsystem eigenständiges Denken und Anwenden nicht wirklich erwünscht ist. Und somit führt es dazu, dass natürlich die Schüler auch bereits in der Schule keine wirkliche Praxis haben. Gut, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, wenn unser eins hier in Deutschland aus der Schule rauskommt, also wer von euch hat dann wirklich so gut Englisch gekonnt, dass er es frei anwenden konnte? Also ihr habt dann euer Schulenglisch gehabt, habt das erste Mal einen englischen Film geguckt und gedacht, ja, Bahnhöfe sind schön und ich mag Züge. Jetzt kommt aber der nächste Punkt, dass jetzt viele von euch sagen würden, ja, aber
Mein Gott, die benutzen doch einen Haufen Anglizismen in ihrer Sprache. Also überall tauchen Anglizismen auf. Wir haben im Deutschen auch Anglizismen und ich würde sagen, dass die Japaner da nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Also in der japanischen Sprache gibt es sehr, 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 sehr viele Anglizismen. Jetzt ist es aber allerdings so, dass auch wie im Deutschen diese Anglizismen natürlich so ein bisschen auch, ich sag hier mal, einjapanisiert werden. Das hat aber einen ganz besonderen Grund, nämlich, dass wir unterschiedliche Schriftsysteme benutzen. Wie ihr wisst, benutzt die japanische Sprache drei Schriftsysteme, nämlich zwei Silbenalphabete, Hiragana, Katakana und die chinesischen Schriftzeichen Kanji. Wir müssen uns in diesem Falle auf Katakana fokussieren. Die Katakana dienen in der Regel dazu, ausländische Wörter wiederzugeben oder auch Dinge hervorzuheben. Jetzt ist es aber allerdings so, wie das Wort Silbenalphabet schon sagt, das ist nicht so einfach wie in der deutschen Sprache, dass ich einfach die Buchstaben nehme und aneinander hänge, sondern dass ich immer nur vorgegebene Silbenkonstrukte habe. Zu was führt das also? Man versucht, sich dem Laut des Wortes so gut es geht anzunähern, wenn man es schreibt, aber aufgrund dieser Einschränkung der Silbenform gelingt das natürlich nicht. Und somit führt das dazu, dass englische Wörter japanisiert werden. Das klassische Jenglish. So, dass die Wörter teilweise auch nur echt schwer zu verstehen sind. Ich will euch mal meine Lieblingswörter zum Besten geben. Und zwar nehmen wir mal das englische Wort Towel, das Handtuch. In Katakana geschrieben wird daraus Tauru. Wenn man es jetzt ausspricht, klingt es ähnlich, aber eben nicht gleich. Towel. Tauru. Towel. Tauru. Ein Wort, das euch im Alltag überall begegnet, nämlich wenn ihr Kaufhäuser, Flughäfen oder sonstige öffentliche Einrichtungen wie Bahnhöfe betretet, ist nämlich das Wort Elevator. Also der Aufzug oder auch the Escalator, die Rolltreppe. Beides Wörter, die euch dort begegnen. Und jetzt nehmen wir das Ganze nochmal und packen es in Katakana. Aus Elevator wird Erebeta und aus Escalator wird Escareta. Auch hier wieder, es klingt ähnlich, aber eben nicht korrekt. Und jetzt mein absoluter Favorite, nämlich McDonald's. McDonald's wird in Katakana zu McDonardo. An der Stelle müsst ihr euch jetzt was klar werden. Japaner nehmen die englische Sprache nämlich nur in ihrem eigenen Lautgebäude auf. Sie wissen in der Regel gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Das musste ich ganz am Anfang, als mein Japanisch noch nicht so gut war, ziemlich schmerzlich erfahren, wenn ich versucht habe, mit Japanern zu sprechen. Wenn man ihnen den Text vorgelegt hätte, hätten sie es vielleicht verstanden. Aber dadurch, dass ich die Wörter korrekt ausgesprochen habe, nämlich so, wie sie klingen sollten, haben sie mich einfach nicht verstanden. Ihr fragt euch nun sicherlich, wie kommen die überhaupt klar? Ich meine, wie kommen die im Internet klar? Wir haben Globalisierung, wie kommunizieren die denn? Nun, Japan ist eine Insel. Und egal, wie weltoffen oder modern sich dieses Land auch gibt, ich weiß, das habe ich ja schon 100 Mal in meinen Videos gesagt, aber ich muss es immer und immer und immer wieder wiederholen. Dieses Land ist nicht weltoffen und ist nicht so modern, wie es sich immer darstellt. Das ist eine komplett homogene, in sich geschlossene, verschlossene Gesellschaft, die hauptsächlich unter sich bleiben möchte. Die japanische Gesellschaft ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, mit dem Ausland zu kommunizieren, beziehungsweise der Bürger nicht. Das mag im Businessbereich anders sein, aber die normale Bevölkerung hat relativ wenig Berührungspunkte mit der Außenwelt. Zum Beispiel im Internet. Es gibt für eigentlich fast alles eine japanische Alternative, sei es für YouTube, sei es für WhatsApp, also diese ganzen sozialen Netzwerke, bis auf Instagram vielleicht, aber selbst da gibt es Alternativen. Und an dieser Stelle komme ich zu meiner Hypothese. Sie sprechen so schlecht Englisch, weil sie es nicht müssen. Fremdsprachenkenntnisse entwickeln sich immer nur dann, wenn eine Notwendigkeit dafür besteht. Schauen wir mal nach Europa. Europa ist keine Insel. Wir sind viele, viele, viele unterschiedliche Staaten dicht aufeinander gedrängt. Wir können aufgrund des Schengen-Abkommens reisen, wie wir wollen. Wir brauchen keine Visas. Das heißt, ich kann mich in den Zug setzen, kann mal nach Frankreich fahren. Okay, die Franzosen sind ein echt blödes Beispiel, weil die sprechen auch kein Wort Englisch. Also ihr seht, wir sind da sehr im Austausch und das führt dazu, dass wir uns irgendwie verständigen müssen. Und so ist es so, dass eben aufgrund des Internets zum einen, wir haben viel Kontakt miteinander, ja, über Videospiele, YouTube und so weiter und so fort,
da hat sich einfach Englisch etabliert. Wir müssen untereinander viel miteinander kommunizieren. Da etabliert sich Englisch, weil es eben eine leichte Sprache ist. Und natürlich haben wir auch den Vorteil, dass wir hier zumindest in Mitteleuropa alle dieselbe Schrift benutzen und damit auch die Sprache entsprechend akkurat wiedergeben können und schreiben können. Somit besteht hier tatsächlich eine Notwendigkeit oder, na, was heißt Notwendigkeit? Aber nennen wir es ein Ansporn, sich eher mit einer Fremdsprache auseinanderzusetzen, als das in Japan der Fall ist. Auch wenn sie dort in den Schulen natürlich zum Lehrplan gehört und auch immer in der Gesellschaft propagiert wird, ihr müsst Englisch können, damit ihr euch verständigen könnt, damit ihr international bestehen könnt. Aber wenn wir ehrlich sind, eine wirkliche Notwendigkeit besteht für den Otto-Normalverbraucher in Japan überhaupt nicht. So, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen erklären können, warum das in Japan so schwierig ist mit dem Englisch. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr ja noch eigene Ideen, weil das jetzt schon eher so meine ganz eigenen Hypothesen sind, die ich da aufgestellt habe. Wenn ihr wollt, lasst uns doch in den Kommentaren darüber ein bisschen diskutieren. Vielleicht fallen euch auch noch andere Gründe ein, warum das so sein könnte. Und an der Stelle würde ich mich, wenn es euch gefallen hat, sehr über ein Abo, ein Däumchen nach oben freuen. Und vergesst auch die Glocke nicht, damit ihr auch in Zukunft informiert werdet, wenn neue Videos kommen. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video. Matane!